Zwei brasilianische Lkw-Fahrer sitzen seit dem 9. Mai auf einem Parkplatz an der deutschen A29 fest. Das in Portugal zugelassene Fahrzeug hätte extreme Mängel an den Reifen, musste daher auf dem Parkplatz stehen bleiben und dürfe erst nach einem Reifenwechsel weiterfahren. No! Eine Woche später kontrollierten die Einsatzkräfte erneut LKWs auf der Autobahn, als ihnen das bekannte Fahrzeug auf dem Parkplatz auffiel. Der Arbeitgeber der beiden Südamerikaner hatte sich seit einer Woche nicht um den Reifenwechsel gekümmert. Beamte des Bundesamtes für Logistik und Mobilität riefen daraufhin den Vorgesetzten an. Außerdem verhängte die Polizei ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro. Gesetzlich sei es nicht zulässig, dass Fahrer ihre wöchentlichen Ruhezeiten im Fahrzeug verbringen müssen, so die Polizei. Der Arbeitgeber sei verpflichtet, eine geeignete Unterkunft zur Verfügung zu stellen, damit die vorgeschriebene Ruhezeit eingehalten werden kann. Da dies nicht geschah, blieb den Männern nichts anderes übrig, als im Führerstand zu bleiben. Ein Angebot der Beamten, sie zum nächsten Bahnhof zu bringen, hätten die Fahrer abgelehnt. Die Polizei beobachte die Situation weiter und werde die Fahrer im Auge behalten, so der Sprecher. Zum Abschluss empfehlen wir dir noch, uns auf unseren unterschiedlichen Social-Media-Kanälen zu folgen. Es kostet nichts und du verpasst keines unserer Videos für die Logistik- und Transportbranche. Alle entsprechenden Links findest du in der Videobeschreibung. Vielen Dank für den Daumen hoch, sowie fürs Teilen, und Servus bis zum nächsten Video.